Vous avez bonjour au revoir. Vor uns Ornan. Gut zu erkennen das Schloss von Ornan mit seinen berühmten Kalkfelsen. Der typische Tag ganz flach. In Ornan ist Pascal Rély aufgewachsen. Die Felsformationen. Ich sehe drei Stück Totti. Sind ihm vertraut. Ich war da schon 1607. Da sind noch mehr. Die Wetterwechsel im Herbst können etwas Theatralisches haben. Nebel und Regen hängen in den Tälern oft fest. Die Landschaft wird unwirklich, als sei sie mit Öl auf Leinwand gemalt. Pascal Rély ist Hydrologe von Beruf. Das ist die Große da, die Mutter. Heute sind sie verregnet, also nicht sehr hell. Man findet diese dunkle Seite wieder. Die Mutter. Gustave Courbet, Maler und Begründer des Realismus, ist in der Franche-Comté geboren. Immer wieder bannte der Künstler die Felsen, Grotten und Kaskaden rund um Ornan auf die Leinwand. Junger Landlord mit Hut. Mit seinen exzentrischen Selbstporträts und düsteren Landschaftsbildern polarisierte er die Pariser Kunstszene und wurde zu ihrem Enfant terrible. In der Hauptstadt wurde der Sohn eines Großbauern aus der Provinz für seine Herkunft verachtet.